Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlanhänger, der funktioniert ohne Strom. Was ist jetzt speziell an diesem Anhänger? Wir sehen hier oben, er hat über die ganze Fläche Solarzellen. Wir sehen hier die Solarzellen obendrauf, das sind gesamthaft 260 Watt. Hier vorne ist die Kühlmaschine dran und hier unten zwei Boxen mit je. Hier oben ist die Kühlmaschine dran. Wir haben jetzt eine Temperatur von minus 18 Grad. Und wir haben unten zwei Batterien drin, a 300 Ampere. Das heißt, wenn die Sonne nicht scheint, was jetzt der Fall ist, jetzt kommt circa 1 Ampere Sonne rein, weil es ist bedeckt, da kommt nicht viel. Hier über den Solarregler in die Batterie, über den Wechselrichter versorgen wir das Kühlaggregat. Und so können wir etwa 2 Tage kühlen bei 7 Tage Laden. Also das Ziel ist hier am Wochenendbetrieb für Partys, also laden, Kühlung einstellen, dass ich in der Waldhütte draußen autonom kühlen kann. Das zweite ist, wir haben immer wieder Anfragen, wir müssen Tiefkühlware transportieren. Nicht große Mengen, kleine Mengen, hier geht eine Europalette rein. Von der Nutzlast her sind wir jetzt irgendwo noch bei 450 Kilo. Gesamtgewicht 750 Kilo, weil dieses Fahrzeug kann man dann ohne Führerschein fahren, also Anhänger. Ab 750 Kilo Gesamtgewicht brauche ich einen Führerschein. Vor allem die jungen Leute, die vor 2002 oder nach 2002 die Prüfung gemacht haben, haben heute keinen Führerausweis für Anhänger. Und so kann ich rund 8 bis 10 Stunden auf TK fahren. Jetzt bei den Wetterbedingungen natürlich noch mehr, aber im Sommer 8 bis 10 Stunden. Mit diesem Batteriepack, das kann ich dann wieder laden über die Solarzellen oder hier unten über eine Einspeckdose, wenn ich eben zu wenig Sonne habe, trotz und um die Batterien zu laden. Ja, das ist es von dem Kühlanhänger, der sollte jetzt noch beschriftet werden und wahrscheinlich dann so im Monat, zwei in die Vermietung gehen. Kostenpunkt zum Anhänger liegt bei 100 Franken am Tag, 200 Franken am Wochenende. Das ist so die Größenordnung. Sind wir noch nicht ganz klar, weil Standard ohne den Batteriepack kostet zum Kühlanhänger 120 Franken in der Vermietung, Kühlung oder Tiefkühlung, und der kann beides. Ich wünsche euch einen schönen Tag.